Gentlemen, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Kirmes Aktuell aus, ja, wo sind wir wohl? Im Phantasialand, man sieht schon hier. Wir stehen hier gerade im Themenbereich Klugheim. Relativ überraschend, denn wir sind hier zum allerersten Mal zum Phantasialand Wintertraum. Dieser geht von 11 bis 20 Uhr. Wir sind um kurz nach 10 jetzt auf den Parkplatz gefahren und hier war schon voll Einlass und alles. Das muss man auch erstmal wissen, weil so kann man sich jetzt schon gleich hier bei Taron anstellen. Taron ist auch hier schon am Start. Es ist für Laura das allererste Mal im Phantasialand, für mich das allererste Mal zum Wintertraum. Es wird bestimmt richtig schön. Es wird weihnachtlich werden, natürlich auch heute Abend dann im Dunkeln mit der ganzen Beleuchtung. Es wird allerdings auch sehr viel los sein, denn wir haben hier heute noch Ferien. Leider, es ging bei uns zeitlich auch nicht anders, dass wir außerhalb der Ferien herkommen. Deswegen, ich bin gespannt, wie die Wartezeiten heute sein werden. Wir stellen uns jetzt gleich mal als allererstes bei Taron an, um nicht ganz so viel Wartezeit zu haben. Und ja, ihr wisst ja, Online-Aufnahmen sind hier im Phantasialand verboten. Aber ihr bekommt natürlich hier die ein oder anderen Offroad-Aufnahmen natürlich. Und ja, dann hätte ich gesagt, geht's jetzt los mit Taron. Wir kommen jetzt gerade eben aus Taron und es gibt nichts Besseres, als am Morgen mit Taron zu fahren. Lauras erste Fahrt auf Taron, sie war auch begeistert, sie hat nur gemeint, für Kinder eigentlich schon echt ganz schön heftig, weil ja doch relativ viele kleine Kinder auch da sind und man darf die Geschwindigkeit und diesen Kurvenwechsel echt nicht unterschätzen. Was ich persönlich bei der Bahn so liebe, ist halt wirklich diese Airtime-Hügel und so. Du hast richtig viel Airtime bei der Bahn, macht ultra viel Spaß. Ja, mittlerweile muss man sagen, ist da auch jetzt schon viel los. 60 Minuten Wartezeit, da hatten wir echt noch Glück. Wir haben jetzt insgesamt so 10 Minuten dann gewartet. Also wenn man mal die Zeit da vor Parköffnung noch mit weglässt. Ja, wir machen jetzt weiter. Als nächstes wahrscheinlich mit Black Mamba. Ich habe gerade mal in die Wartezeit-App geguckt. Da ist im Moment relativ wenig los. Und ja, dann geht's jetzt auf zur nächsten Achterbahn, zu Black Mamba. Gerade eben mit Black Mamba gefahren. Nach wie vor finde ich wirklich mit einer der intensivsten Bahnen hier im Park. Also ich finde die richtig, richtig krass. Gefällt mir immer wieder gut und Wartezeit war jetzt hier wirklich so bei 10 Minuten. Jetzt ist mal Zeit für ein bisschen was Ruhigeres, was Entspannteres. Und ja, tatsächlich hat das Phantasialand insgesamt gar nicht so viel zu bieten. Allerdings seit kurzem dann doch auch was Neues und zwar hier bei Black Mamba. Ein Adventure Trail, ein zum Laufparcours, wo man sich so ein bisschen durchklettern muss, entlanglaufen muss, so ein bisschen adventure-mäßig. Nachdem ich da auch noch nicht drin war und das jetzt ein bisschen mal was Ruhigeres ist zum Runterkommen, werden wir uns da jetzt mal reinbegeben. Wartezeit da auch sehr gering und ich bin gespannt, ob wir den Adventure Trail meistern können. Dahin.
ich muss sagen, der Adventure Trail ist eigentlich echt ganz witzig. Vor allem relativ lang, über Black Mamba und so, auch mit vielen Elementen, auch für Kinder, die man dann wiederholt machen kann mit Rutschen und so. Und tatsächlich ist der Ausgang hier in Berlin. Und das ist auf jeden Fall auch eine witzige Geschichte. Man ist jetzt hier quasi eigentlich in der Nähe vom Haupteingang von diesem zweistöckigen Pferdekarussell. Ja, wir werden jetzt als nächstes mal Richtung Rückberg gucken und eine Runde mit Fly fahren. Wir werden uns anstellen, Wartezeit, ich glaube so 40 Minuten circa im Moment. Und dann stellen wir uns jetzt da mal an und bekommen ein paar Impressionen. Für die erste Reihe, weil gerade wenn man das Ding vor allem das erste Mal fährt, muss ich sagen, ist das Erlebnis in der ersten Reihe wirklich der absolute Hammer. Laura hat es auch sehr gefallen. War wirklich gigantisch geil. Also ich mag die Bahn total. Viele sagen, so wirklich der Hammer ist sie nicht. Ich finde sie richtig cool, vor allem natürlich in der ersten Reihe, wenn man auch sieht, wo man hinfährt. In den anderen Reihen sieht man natürlich nicht so ganz, wo man hinfährt, aber in der ersten Reihe, da ist es auf jeden Fall schon sehr geil. Und wenn man dann auch noch so die Hände wegtut und nicht am Bügel festhält, dann hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl vom Fliegen. Ja, wenn wir hier schon gerade in diesem Themenbereich sind, werden wir jetzt als nächstes mal eine Kleinigkeit zum Mittagessen. Ich war nämlich auch noch nie in einem Restaurant Uhrwerk und da werden wir jetzt reingehen. Außen auf der Karte stehen einige interessante Gerichte. Preislich natürlich nicht ganz günstig, man zahlt hier mit Sicherheit das Ambiente auch mit. Wir werden uns das jetzt hier trotzdem heute mal zu Gemüte führen und dann ja, werde ich berichten, wie es uns darin geschmeckt hat. Ja. Atmosphäre-technisch auf jeden Fall richtig, richtig geil, muss ich sagen. Sollte man auf jeden Fall, wenn man hier im Phantasialand ist, in diesem Themenbereich ist, einmal gemacht haben. Natürlich nicht ganz günstig und allein deswegen schließt sich schon aus, dass man es dann doch auch nicht bei jedem Besuch machen kann. Aber auf jeden Fall von der Atmosphäre echt richtig toll. Essen war auch soweit ganz lecker, oder? Ja, vor allem wenn man zu zweit da ist und nicht so groß Hunger hat, dann die Freischaufel. Es sind zwei Mini-Burger dabei. Es sind sogar zwei Burger noch dabei gewesen. Also es war schon sehr, sehr viel, muss man auch sagen. Ja, wir werden jetzt weiterschauen. Als nächstes ist mal wieder ein bisschen Action angesagt. Und zwar werden wir uns jetzt bei Colorado Adventure anstellen. Eine Achterbahn, die ich finde auch gar nicht zu verachten, missachten ist, denn die darf man nicht unterschätzen. Die Streckenlänge, die ist da doch ganz gut. Und man fährt mehrmals einen Lifthill nach oben. Da werden wir uns jetzt gleich mal anstellen. Ich glaube, 40 Minuten sind angeschrieben. Aber das ist jetzt im Moment von der Wartezeit her überall so. Und ja, dann auf geht's. Wir waren jetzt gerade eben in Colorado Adventure, richtig, richtig coole Achterbahn, vor allem schön lang mit drei Liften, da lohnt sich das Warten. Man muss aber dazu sagen, 50 Minuten waren angeschrieben,
Die Wartezeit lag dann letzten Endes so bei 25 Minuten. Also wirklich tiefenentspannt und komplett krass verschätzt. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt geht's als nächstes in Mystery Castle. 15 Minuten Wartezeit angeschrieben. Finde ich persönlich immer richtig nett. Und ja, Laura weiß noch nicht so ganz, was sie erwarten wird. Und ich bin gespannt. Auf geht's! Grund zu sehen, Mystery Castle, da kommen wir jetzt gerade raus. Ja, war auf jeden Fall ganz cool. Wir haben jetzt ein relativ sanftes Fahrprogramm erhalten, muss man sagen. Also insgesamt gibt es da ja unterschiedliche Fahrprogramme. Trotzdem finde ich es immer wieder cool, so dieser Shot-and-Drop-Effekt mit dem Dunklen kombiniert, so mit dieser mystischen Gestaltung und diesem Sound dazu und diesem Blitzlicht, finde ich schon immer echt ganz cool, muss ich sagen. Ja, wir werden jetzt mal hinterschauen in einen Parkbereich, wo wir heute noch überhaupt nicht waren, nach Woos Town. Denn da war Laura auch überhaupt noch nicht. Da gibt es theoretisch auch einiges in Achterbahn, was wir davon jetzt letzten Endes machen und zeitlich hinhaut. Müssen wir mal gucken. Winchers 4, Winchers 4, jeweils 50 Minuten. Und es gibt auch noch die VR-Achterbahn Crazy Bats. Die hat aber im Moment auch 55 Minuten. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was wir jetzt da machen, beziehungsweise was die Wartezeiten sagen, bis wir jetzt dann dort sind. Und dann schauen wir jetzt gleich mal nach Woos Town. Gerade vielleicht an den Impressionen gesehen habt, ist es zum einen jetzt natürlich dunkel und zum anderen waren wir jetzt dann gerade doch erst einmal noch im Maus au Chocolat, bevor wir zu Woos Town sind. Ja, was ein bisschen chaotisch war, Wartezeit 40 Minuten angeschrieben, wir haben dann deutlich über eine Stunde gewartet, dann war auch noch unser Wagen kaputt, dann durften wir nochmal fahren, hat uns jetzt so ungefähr ja, 1,5 Stunden kann man sagen gekostet. Trotzdem war es auf jeden Fall ein echt schönes Erlebnis, war auf jeden Fall echt toll. Und jetzt machen wir uns aber wirklich auf den Weg zu Woos Town. Ihr seht, mittlerweile ist es dunkel. Hier ist auch alles ganz schön beleuchtet. Man sieht mich wahrscheinlich auch kaum. Ich gehe mal hier so ein bisschen mehr zum Licht. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zu Woos Town und werden mal zumindest uns bei einer Achterbahn anstellen, entweder Winchers 4 oder Winchers 4. Das schauen wir jetzt einfach mal und dann bekommt ihr da ein paar Impressionen. Jetzt hier gerade eben in Woos Town mit Winchers 4 gefahren. Richtig cool. Ich finde beide Bahnen mega. Winchers 4 fast so ein bisschen besser als Winchers 4, muss ich ehrlich sagen, aber das ist Geschmackssache. War auf jeden Fall richtig cool. Wartezeit war 50 Minuten angeschrieben. Es waren eigentlich dann gar nicht so ganz 50 Minuten. Ich sag mal so vielleicht ein bisschen über 30. War auf jeden Fall okay. Ja, und hier hinten war es das jetzt tatsächlich aber auch schon, weil so langsam rennt uns die Zeit davon. Also es ist tatsächlich an so einem vollen Wintertraumtag wie heute unmöglich, alles an einem Tag zu schaffen. Deswegen haben wir uns jetzt ein bisschen auf die Highlights fokussiert, hier und da trotzdem aber auch was Ruhiges dazwischen. Wir haben jetzt auch schon 18.30 Uhr, heißt 1,5 Stunden hat der Park noch offen. Was steht jetzt noch an? Wir werden jetzt uns auf den Weg vormachen Richtung Berlin zum Hauptmarkt und werden dort mal ein bisschen die Atmosphäre genießen, den Glühwein trinken. Die Atmosphäre auch mit euch ein bisschen in Videobildern einfangen, denn es ist ja alles richtig schön dort beleuchtet. Dann wollen wir noch einmal kurz auf jeden Fall mit sehr geringer Wartezeit in die Geister-Rikscha gehen
Und dann wollen wir uns so gegen 19:30 noch ein zweites Mal für Fly einstellen, weil das war doch eigentlich so mit das Highlight hier heute, hätte ich gesagt. Und ja, das machen wir jetzt noch, aber wir sehen uns dann gleich nochmal, denn ich möchte euch natürlich auch noch Rookburg bei Dunkeln, bei Nacht zeigen. Sieht nämlich auch, glaube ich, ganz geil aus, was ich zumindest schon mal so im Internet auf Bildern gesehen habe. Und ja, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg und wir bekommen ein paar Wintertraumimpressionen. Mittlerweile angekommen im dunklen Rookburg. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Das ist immer so eine Sache. Rookburg, Rookburg. Jeder sagt was anderes. Fly dreht hier noch fleißig seine Runden. Wir waren jetzt gerade zum einen auf dem Hauptplatz, der beleuchtet richtig schön aussieht. Echt schöne weihnachtliche Stimmung noch, auch wenn wir jetzt schon nach Weihnachten haben. Und waren dann auch noch in der Geisterrikscha. Man kann sagen, was man will. So für ohne Wartezeit ist das definitiv was voll Entspanntes. Und jetzt werden wir uns noch für eine letzte Runde hier heute anstellen bei Fly. Heißt, ihr bekommt noch mal so ein paar Offroad-Impressionen im Dunkeln, sofern man was erkennt auf der Kamera. Und dann melde ich mich natürlich jetzt dann später auch noch mal, wahrscheinlich dann im Auto, zum Fazit hier, zum Tag im Park. Und ja, dann auf geht's! Wie versprochen. Ja, es war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Tag im Park. Ich persönlich finde, wir hatten jetzt gerade noch mal eine letzte Fahrt auf Fly im Dunkeln. Fly ist eigentlich echt so mein Highlight vom Park. Für viele ist es nicht so, für manche ist es so, für manche nicht so. Für viele ist Taron auf der Nummer 1. Taron ist eine super Bahn, ganz klar, auf jeden Fall. Ist bei mir auch definitiv auf Platz 2. Aber insgesamt würde ich sagen, ist dann doch Fly auf Platz 1. Ja, es war ein richtig schöner Tag hier beim Wintertraum. Es war zwar leider super voll, sodass wir nicht alles geschafft haben, bei Weitem nicht alles geschafft haben. Uns fast hier und da schon auch so ein bisschen mehr Hektik war, als dass es dann doch Ruhe war. Weil Laura ja zum allerersten Mal da war und wir da natürlich schauen wollten, dass wir relativ viel schaffen für sie. Insgesamt war es auf jeden Fall trotzdem toll. Und ja, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hause. 4,5 Stunden Heimfahrt. Und ich hoffe, dass euch die Impressionen hier vom Wintertraum gefallen haben. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut.